Mich täuschst du nicht. Okay, das ist gerade passiert. So, ich will eigentlich den Part jetzt hier beenden, aber ich will erstmal hier aus dem Wasser raus, ne? Oh Mann. Mein Schatz. Tifa. Mama. Papa. Tifa, hier sind wir. Tifa, los, komm. Tifa, lass uns was spielen. Okay, anscheinend gibt es zwei. Das ist merkwürdig. Ich kann die Kamera drehen. Ich nehme an, wir sind hier im Lehmstrom irgendwo. Oh, was geht da ab? Okay. Ich weiß nicht. Ich muss eine Richtung hier wählen, keine Ahnung. Nee, ich muss beide drücken. Ja, wenn ich das nur wüsste, ne? Ja, das hätte ich mir gedacht. Ja, die Soundeffekte sind hier wie ein Kino, geil. Da ist ein Haus. Kann ich hier irgendwie Pausen machen oder so? Nee, anscheinend nicht, ne?
halten. Ich gehe meine Mama suchen. Okay, dann begleite ich dich. Ich mach auch mit. Nebelgebirge, wir kommen. Okay, danke. Guck mal, das ist doch Cloud, oder? Cloud? Tifa, jetzt komm schon! Cloud, ich glaube, ich sterbe. Da wäre ein bisschen doof. Ganz ehrlich. Bitte nicht, ne? Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Die Stimme klingt sehr so anders. Klingt sehr viel tiefer als jetzt. Tiefer, tiefer, ne? Okay. Hier, ich muss den Part hier so ein bisschen schneiden. In zwei Parts. Ich muss ganz dringend auf Toilette, also gib mir kurz eine Sekunde. So, meine Blase ist wieder leer, wir können weitermachen. Alles klar. Warte doch tiefer! Wir sollten zurückgehen! Das Ganze ist nur ein Märchen! Deine Mutter ist nicht hier! Ja, Cloud hat gerade versucht, dich abzumetzeln, also ich weiß nicht, ob der gerade hier der richtige Mann ist für die Situation. Oh Mann. Ich puste euch wieder weg, pass auf. Fuß, Roller! Ich wusste es. Er hat selbst sehr viel ein paar Probleme, ne? Tifa, halte durch! Du schaffst das. Sei stark. Lebe. Du musst leben. Ja, du musst es wollen. Wach auf, Tifa. Du musst leben. So viele Menschen verlassen sich auf dich. Tifa!
Tifa, unser Kampf ist noch nicht vorbei. Keine Spur von ihr. Wir haben die nicht gesehen, wie die Weapon die gefressen hat. Was sollen wir dagegen machen? Reiß dich zusammen. Tifa braucht uns. Oh Gott. Wenn es sein muss. Zurück. Okay. Zurück was? Mal, ich schneide da mal ein kleines Loch rein. Durch. Ja gut, das ist gerade passiert. Das ist alles im Original nicht passiert. Ich erzähle euch gleich mal, was im Original alles passiert ist in Gonga. Na, lassen wir erstmal hier die Story weitermachen. Ich hol die anderen. Cloud. Das Verstorbene, das Nebelgebirge überqueren, weißt du noch? Ja. Ein Märchen, um die Kinder vom Gebirge fernzuhalten. Aber du hast's geglaubt. Mm-mm. Ich hatte schon meine Zweifel. Aber ich wollte es glauben. So sehr wollte ich Mama wiedersehen. Emilio und die anderen spornten mich an. Zusammen sind wir hochgeklettert.
Und dann haben sie dich einfach zurückgelassen. Ja, anscheinend. Du erinnerst dich nicht? Ich hab mir doch den Kopf gestoßen bei dem Sturz. Ich kann mich an fast ein halbes Jahr nicht wirklich erinnern. Ich weiß nur, was mir andere Leute darüber erzählt haben. Mehr nicht. Was haben sie erzählt? Dass du mich angestiftet hast. Aber das stimmt nicht. In Wirklichkeit hast du mich gerettet. Danke. Du warst mein Held. Das vergesse ich nicht. Ich bin kein Held. Ein Held hätte dich nicht abstürzen lassen. Ein Held hätte dich nicht angegriffen. Manchmal verstehe ich mich selbst nicht. Ich weiß Dinge, die ich nicht wissen sollte. Aber andere Erinnerungen fehlen mir. Als wäre mein Bewusstsein gespalten. Und ich weiß nicht, welcher Teil ich selbst bin. Meine Zellen degenerieren. Und zwar ziemlich schnell. Glaube ich. Zumindest. Es wird alles gut. Dieses Mal beschütze ich dich. Sorgen gemacht? Sorry. Ein kleines bisschen vielleicht. Komm. Tschüss. Warum muss denn da geflüstert werden? Ja gut. So, ich frage mich, wie Barrett sich, was Barrett dabei denkt. Weißt du, was passiert ist? Wo sind wir überhaupt? Kommt gar nicht. Immer noch. Sieht so anders aus. Also, dass es im Lebensstrom einen Kampf gab. Schwarze Mäuren gegen den Planeten? Und dass diese Mäuren auf Sephiroths Seite sind? So sah es für mich jedenfalls aus. Konntest du denn erkennen, wer die Oberhand hat? Der Lebensstrom, der Planet. Natürlich hat er das. Ich habe es doch gewusst. Der Planet kämpft mit aller Kraft. Mit Leib und Seele ringt er auch jetzt um sein Leben. Da, ich kann seinen Kampfschrei förmlich hören. Lausch doch mal. Er setzt sich zur Wehr. Und zwar gegen aufdringliche Typen wie diese Silberlocke. Wir sind die Einzigen, die ihm helfen können. Der Planet kämpft für uns und wir für ihn. Alle zusammen. Oder? Genau. Ja. Also, das klingt ja alles ziemlich wichtig. Es gibt da einen Ort, an dem ihr Antworten finden könnt. Cosmo Canyon. Du meinst Cosmo Canyon? Ja. Die Wiege der Planetenkunde. Ich glaube, wir sind nicht weit weg. Ist er neu in dem Gebiet hier? Materie? Dann bin ich nämlich dabei. Los, gehen wir! Seit jeher sammelt man an diesem Ort das Wissen über den Planeten. Natürlich gibt es dort auch... Okay, dann mal los! Hey, Red, du siehst glücklich aus. Ist meine Heimat. Na, dann scheinen wir uns ja alle einig zu sein. Der Weg ist ja, gefährlich, aber freue ich mich schon. In der Nähe vom Dorf ist eine alte Landebahn. Von dort operiert ein Freiflieger. Ah.
Folgt einfach dem Pfad hinter dem Südtor. Da waren wir schon, glaube ich. Und ich. Der Chocobo gehört jetzt uns, ne? Das hier ist Fango. Der Kleine hat sich richtig an euch gewöhnt. Er wird euch sicher dorthin führen. Alles gezeichnet. Vielen Dank, Sisney, für alles. Passt auf euch auf, okay? Warte, die behalten wir gar nicht? Wenn nein. Ihr was braucht, findet ihr es bestimmt im Dorf. Chatley. Okay. Gruppenmitglieder können wieder geändert werden. Ausgezeichnet. Cool. Ja, da ist eine Menge jetzt gerade passiert. Dafür erstmal verdauen müssen. Ne? Wir hatten eine Konfrontation mit Shinra, mit, also nicht keine Konfrontation mit dem Weapon. Aber hey. Das sind keine Spielchen. Ich will den Leuten hier helfen, ganz ehrlich. Ja klar, mit Shinra und Ehrlichkeit ist das leider so eine Sache. Ah, du vertraust mir immer noch nicht? Nachdem du dich gestern so an mich gekuschelt hast, dachte ich, wir hätten das hinter uns gelassen. Bilde dir bloß nichts darauf ein. Ich habe bestimmt nur von Marlene geträumt. Ausgezeichnet. So, ja. Es kam zum Kampf mit Scarlett, mit einem Treffen auf die Weapon. Ja, ach, jetzt können wir, glaube ich, wieder Sachen leveln, ne? Und ja, da ist eine ganze Menge passiert. Sehr viele neue Sachen, die im Original nicht passiert sind. Und ich werde jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, ne? So, wo weh, ich finde keinen mehr von denen irgendwann. Werde ich doch bestimmt irgendwann noch mal finden, ne? So, erst einmal gehen wir hier ein bisschen Level. Ne, erstmal nehmen wir die Quest hier alle an, würde ich sagen. Ne? So, hier haben wir noch zwei. Okay, Auszubildender, Hühneroma. Darum kümmern wir uns jetzt erstmal nicht. Wir können ja das letzte Kartenspiel hier machen. Ne, da kann man nebenbei machen, glaube ich. Ja, erstmal gehe ich meine Waffen hochleveln, glaube ich. So, hier ist passiert, was hier ist, was im Original passiert ist. Ne? Man betritt Gongaga. Die ersten Leute, die man trifft, bevor man Gongaga erreicht, sind Root und Reno von den Turks. Die fahren einen zum Kampf raus. Ich glaube, manchmal muss man nur gegen Root und Reno kämpfen. Aber manchmal kommt auch Elena. Ich weiß nicht genau, von was das abhängt. Ich glaube, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich glaube, das hier wollte ich eigentlich, aber jetzt will ich das hier, ne? Ja, es kommt zum Kampf zwischen Root, Reno und ich glaube auch Elena, aber ich bin mir nicht sicher. Und ja, die sind eigentlich nur so, weil nicht. Ich weiß nicht genau, die haben irgendwie nicht so eine große Bedeutung gehabt in dem Gebiet. Die sind einfach nur aufgetaucht am Eingang vor Gongaga und man hat gegen die gekämpft. Und ja, nachdem man die besiegt hat, konnte man Gongaga betreten. Und dann hat man da die Option zum Reaktor zu gehen, zu dem zerstörten Reaktor. Da gab es jetzt nichts zu tun, man hat den eigentlich nur von außen gesehen. Und ja, das ist eigentlich, was nehmen wir das hier? Man konnte den nicht betreten, man konnte ihn nicht erkunden, man hat den einfach nur so von außen gesehen, wie der kaputt war, ne? Und irgendwo da hat man dann Titan gefunden und weiß nicht, ich glaube, bevor man sich den Reaktor nähert, hat man irgendwie so Helikopter gesehen von Shinra, die da aufgetaucht sind. Aber die haben jetzt nicht irgendwie was gemacht, glaube ich. Ich glaube, Scarlett war da auch, aber die haben nicht wirklich was gemacht. Die sind einmal noch mal kurz da gehalten, haben irgendwie, weiß nicht, haben sich mal irgendwas angeguckt oder so. Die haben eigentlich nichts gemacht da, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Machen wir mal den hier. Und ja, das ist eigentlich alles, was in Gongaga passiert ist. Ne? Danach hat man eigentlich alles schon erledigt da.
Also ja, da haben sie ja so ein bisschen mehr erweitert, was hier alles so passiert ist, ne? Da gab es kein Weapon, Tifa wurde nicht von Cloud erledigt, beinahe wurde nicht von dem Weapon gefressen. Wenn ich all das ist gar nicht passiert im Original, da haben sie sehr viel erweitert hier in Sachen Story. Was ich gut finde, war ziemlich actiongeladen, fand ich, wie wir erzählt hatten. Das sind alles die ganzen Effekte, die ich auch durch die ganzen Waffen bekomme. Also ja, kein Sephiroth, keine Moiren. Die Moiren gab es ja sowieso nicht im Original. Ich glaube, ich will tiefer etwas mehr TP geben, weil sie hat so wenig TP. Und ja, keine Ahnung. Das ist alles im Original passiert, ne? Und ja, hier ist eine ganze Menge andere Sachen passiert. Natürlich. Das ist das Blut der Königin? Nein. Und ja, ich versuche jetzt hier noch so ein bisschen was zu machen, bevor wir den Part beenden. Ich glaube, ich muss noch so 35, wenn ich jetzt hier so 250 Minuten Parts haben will. So 250 Minuten Parts, glaube ich, ne? Das heißt, wir werden jetzt hier noch so ein bisschen hier rumeiern und irgendwelche zufälligen Sachen machen, ne? Diese Szene, hier, diese ganzen Erinnerungen, die Tifa da gerade erlebt hat. Dieses Art Szenario, sag ich mal, kam auch erst sehr viel später vor im Spiel. So was Ähnliches kommt noch irgendwann sehr viel später, aber das haben sie jetzt hier ein bisschen vorgespult, glaube ich. So. Cosmo Canyon, ne? Gut, das heißt, das sieht dann aber schon so aus, als werden wir dann schon wieder in komplett neuen Gebiet dann, ne? Also das hier ist dann Icegong Gaga. Ich dachte eigentlich, der Cosmo Canyon wäre dann auch noch irgendwie so hier daneben, aber der Cosmo Canyon kommt dann wahrscheinlich so links, ne? Genauso sah die Weltkarte auch aus, ne? Hier Dings, hier war dann irgendwo Cosmo Canyon auf der linken Seite. Ich nehme an, da kommt dann noch ein extra neues Gebiet. Ich dachte, da würden sie noch so zusammenfassen, ne? So viel gibt es jetzt hier, weiß ich nicht, zu erledigen in Gong Kaga, würde ich jetzt sagen. Ein Kartenspiel habe ich gesucht, so. Gut. Das heißt, nächstes Mal wird es hier wieder ein bisschen so erkunden zu geben, ne? Und ja. Wir wissen ja, wie das abläuft, ne? Wir suchen hier Funktürme, wir machen als andere sagt nicht, ich muss gegen eine Kuh spielen, okay. Und ja. Jetzt auch mit mir. Jetzt erschreckt doch den Armen nicht so. Sei bitte nicht böse. Die wollen nur spielen. Aber ich fand gut, was die so gemacht haben. Es ist ziemlich viel passiert. Meine Hüfte will nicht mehr so wie ich da verstanden habe. Es gibt weiße und schwarze Mäuren, ne? Die schwarzen Mäuren sind auf der Seite von Sephiroth und die weißen sind auf unsere, ne? Nehme ich an. Und die Mäuren, die sind... Blah. Die Mäuren, die sind halt aufgetaucht, um die Geschichte zu verändern, ne? So habe ich da verstanden, ne? Und die weißen Mäuren wollen halt, nehme ich mal an, verändern. Oh, ein Großbau wohl. So wie ich da verstanden habe, ne? Die weißen Mäuren sind auf der Seite der Dingens hier, des Planeten, ne? Ich weiß jetzt nicht, warum man da zwei Weapons gerade gesehen hat, die exakt gleich aussehen. Das hat mich ein bisschen verwirrt, weil die Weapons sehen nicht alle gleich aus. Die sehen alle komplett anders aus. Deswegen ein bisschen verwundert, warum jetzt da genau zweimal die gleichen waren. Aber okay, wird schon seinen Grund haben, ne? Vielleicht war es irgendwie nur symbolisch, ne? Ich weiß es nicht genau. So, ah, da war jetzt ein doofer. Mal so. Dann werde ich kaputt. Da Ding ist aber immer noch da. Willst du mich auf den. Ach, guck mal, der wartet jetzt, damit ich da was platziere. Wie unfair. Ja, guck mal, jetzt blockt er ja gleich, jetzt platziert er gleich da oben ein, ne, und blockiert die beiden da ab, ne? Vor wir wetten. So, oh, da kann ich jetzt aber auch. So. Ich glaube, die Dinger reichen, ne?
Da unten tut er jetzt mehr wegnehmen. Nein, er ist doof. Okay. Also gut, ja, kann man ja machen, ne, was da alles so passiert ist, ne? Wird schon wahrscheinlich irgendwann alles erklärt, noch ein bisschen, ne? So. Aber gucken, ne? Du hast mir gerade mehr Punkte gegeben. Was zum? Was machst du da? Okay, Sephiroth. So, keine Ahnung. Also Sephiroth hat irgendwie versucht, irgendwie die Arme da kaputt zu hauen oder so, ne? Hat aber nicht geklappt, weil die Arme zu stark war. Die Weapon, Entschuldigung. Oh Gott, der hat noch so viele Punkte. Was macht der da? Na, ich habe verloren. Warum gehen all meine Sachen kaputt? Alter. Was ist ja gerade los, ey? Das Match ist immer noch on. Na toll. Ah, oh Mann, oh, jetzt nimmt er mir ja gleich wieder weg, ne? Ey, wie hat er mich jetzt hier noch fertig gemacht? Ey, du Sack! Was ist das hier für ein Match gerade gewesen? Was ist dieser Morb, oder? Er hat ja all meine Charaktere kaputt gehauen. Mal so. Aber ja, bin mir sicher, wird noch so ein bisschen erklärt, ne? Für ganz doofe. Was hier nur so, weil nicht, weil alles so bedeuten hat, ne? Also wie ich da verstanden habe, die die Moiren, schwarzen Moiren sind auf Sephiroths Seite und die haben versucht wieder die Geschichte zu verändern, ne? Habe ich gerade so mitbekommen, ne? Aber die haben es nicht geschafft, weil die weißen Moiren auch da waren, ne? Und die weißen Moiren haben sozusagen versucht, hier das alles hier noch mal zu verhindern. Also die haben versucht, die Geschichte zu ändern, aber weil die weißen Moiren da waren, konnten sie ja nicht mehr, ne? So wie ich da verstanden habe. Weil die meisten Moiren sie davon abgehalten haben. Deswegen passierte alles noch mehr oder weniger so wie im Original, ne? Weil die meisten Moiren haben wahrscheinlich irgendwie geplant. Weil die haben wahrscheinlich so geplant, so, ey, hör mal. Die schwarzen Moiren haben geplant, so, hör mal, wir wollen jetzt die Geschichte verändern, indem wir Shinra irgendwie die Weapon geben, ne? Aber dann kamen die weißen Moiren, haben sich gedacht, ne? Und haben dann hier trotzdem ja, weil ich, die haben die aufgehalten, damit die halt nicht die Geschichte verändern. Deswegen passierte alles noch so ein bisschen so wie es im Original passierte, ne? So habe ich das jetzt verstanden, nehme ich an, ne? Aber ich bin mir nicht sicher. Also ungefähr habe ich das jetzt verstanden, wie das hier passiert ist, ne? Und so muss es wahrscheinlich auch passiert sein. Aber wer weiß das schon, ne? Aber gut, ja. Also Tifa wurde vom Lebensstrom ja eingesaugt, da hat irgendwie keine bleibenden Schäden hinterlassen hat. Wundert mich. Aber okay, sehen wir mal, wie das hier so. Was die daraus machen, ne, aus diesen ganzen Geschehnissen, ne, würde ich sagen. So, wir haben gewonnen. Ah, deswegen. Aber das ist doch in die andere Richtung. Warum sind wir auf der linken Seite?
wirklich, wirklich stark. Ja, ich bin sehr stark und stark. Bist du viel zu schnell für einen alten Mann. Du brauchst doch gar keine Geschwindigkeit für das Spiel, was? Was zum... Für das Spiel braucht man noch keine Geschwindigkeit. Ich lebe so in den Tag hinein, dass mir das gar nicht aufgefallen ist. Ja, ja. Oh Gott. Ihr jungen Leute habt keine Zeit zum Verschnaufen. Immer seid ihr in einem. Alter, das ist ein... Aber nur so könnt ihr groß und stark werden. Das ist ein rundenbasiertes Spiel, was wir hier spielen. Nichts so mit Geschwindigkeit. Wie ich und euer Rücken das nicht mehr mitmacht. Kannst du so lange Zeit lassen, wie du willst. Wenn man jung ist, sollte man hart arbeiten. Falls du ein Päuschen brauchst und Lust auf ein gemütliches Säuschen hast, redet er viel und langsam. Kannst du mich hier gerne aufsuchen? Nein, danke. Genau. So, haben wir schon alle Kartenspieler erledigt, ne? Cool. So, ich würde sagen, wir machen nur den einen Turm. Wo ist die Foto-Op, die wir für den einen Kollegen machen müssen? So. So, wo ist der eine Turm, den ich hier die ganze Zeit verpasst habe? Jetzt werden wir ja wohl hier mit einem Chocobo durch die Gegend rennen können. Ne? Oh ja, ich habe ein Chocobo, stimmt. Boah. So, ich bin mir nicht sicher, wie viel ich hier noch aufnehmen muss. Ich glaube, ich runde. Ich wollte erst noch 35 Minuten, um 50-minütige Part zu machen. Aber ich nehme mal nicht runter hier wieder auf eine ganze Stunde hoch, ne? Wenn wir schon dabei sind. Ich höre so. Ja, die Musik. So tropisch. So, ich habe schon letztes Mal versucht, dahin zu kommen, aber ich habe den Weg irgendwie nicht gefunden. Kommt man da hin? Das ist der erste, den wir eigentlich finden sollten. So, Waffen. Einige Leute müssen neue Sachen lernen, ne? Wie zum Beispiel Red. Das war mal Kate. Das war unsere nichtmenschliche Truppe. Und ja, Cloud ist ein bisschen durchgedreht, ne? Weil er die ganze Zeit Sephiroth sieht, ne? Ich nehme an, Sephiroth hat so ein bisschen Besitz von ihm ergriffen, weil also die eine Pose, das war die Pose von Sephiroth hier. Kampfpose, ja, wo er sein Schwert so gehalten hat für einen Moment. Also nehme ich mal an, Sephiroth hat kurz von ihm Besitz ergriffen und Cloud hat ein bisschen, ja, Leute abgeschlachtet. Ein bisschen Blut ist gespritzt. Ich glaube, ich das erste Mal einfach Blut gesehen haben in diesem Spiel, oder? Ich weiß nicht, ob im Original, im Original sowieso nicht, aber aber im ersten Teil Blut gesehen haben. Ich glaube, da war der erste Spritzer Blut, den wir gesehen haben. Wenn ich mich nicht irre, ne? So, wenn ich jetzt nur wüsste, wie man zu diesem Turm hinkommt, ne? Da wäre jetzt perfekt. Na. Hierhin, hier, ne? Ja. Da kann ich sagen, für den noch nicht hier erkundet haben. Das ist der erste. Und ja, dann machen wir unsere Erkundungstour in Gongaga, ne? Dann gehen wir voll Gaga hier in diesem Gebiet und erkunden alles, ne? Alter, ich. Wie kommst du dahin? Doch hier. Oder? So, jetzt aber. So, alles gezeichnet. So, warte mal, ich glaube, unsere Materie ist noch nicht so richtig. Ich habe ja so ein paar Sachen geändert, ne, weil ich gesagt habe, ich würde mit Tifa noch kämpfen oder so, ne? So, sie hat heilen, von wen hat sie heilen noch mal genommen? Von Yuffie. Ja, Yuffie. Dann irgendjemand hatte noch Analyse, ich glaube auch Tifa, ne? Das können wir mal Red geben wieder. Sie bekommt dafür stehen. Sie bekommt Geister der Meister der Gegenstände, nicht Geister der Gegenstände. So, den Rest mache ich auf Screen. So. Dann gehen wir mal endlich zu dem ersten Turm, den wir ja wahrscheinlich hätten schon viel früher einnehmen sollen. Erkunden sollen, einnehmen, aktivieren, ne? Aktivieren ist, glaube ich, das richtige Wort hierfür.
Okay, oh, ich höre einen Vogel. Vogel. So. So, wer bewacht denn hier bitte schön das? Ach ja. Arriba? Ich glaube, ich bin ein bisschen überlevelt für dieses Gebiet. Die Gegner sind ja relativ einfach. Okay, die Bosskämpfe, die hatten es natürlich wieder in sich, ne? Aber... Wo bist du denn da hinten? Wo kommst du denn her? Wo kommt ihr mal her? So, ah ja, Red. Ich drehe mich, ich drehe mich, ich drehe mich. Ich meine, den Angriff so oder so zu spammen, wäre, glaube ich, gut, ne? Ja, wenn ich gar nichts habe, dann komme ich natürlich, ne? Er braucht ja so eine Fähigkeit, so wie tiefer, ne? Wo er irgendwie, weiß nicht. Wo er am Anfang des Kampfes so ein bisschen Rechnerhaltung hat, ne? Sonst bringt dieser Heilungsangriff nichts. Ja, wenn ich Red nicht am Steuern bin, dann bekommt er immer voll rechte Haltung. Der hat es gar nicht verwandelt. Warum hältst du so viel aus, Mann? Oh mein Gott, der hat voll viel ausgehalten, aus irgendeinem Grund. Aber ich bin gespannt, wie die Story hier und so weitergeht. Ich freue mich schon auf Cosmo Canyon. Oh, Cosmo Canyon ist so ein schöner Ort, dass ich nach all den Jahren immer noch die Namen von den ganzen Gebieten erkenne. Ne? Also, dass ich noch weiß, wann die alle so kommen und so. Das ist, glaube ich, schon so eine Testament dafür, wie gut das Spiel ist, ne? Wenn man sich schon die Namen der Ort hier merkt, ne? Aber bei Final Fantasy 10 kenne ich die Orte auswendig. Ne? Beside, Kilika, Luca, ne? Die ganzen Gebiete. Ich habe die Spiele halt oft gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich Final Fantasy 7 im Leben schon gespielt habe, das Original. Aber Final Fantasy 10 habe ich sehr oft gespielt. Aber ich gucke mir auch immer viele Let's Plays an, ne? Ich habe schon Dutzende Let's Plays von Final Fantasy 10, Final Fantasy 7, 8 von Leuten angeschaut, die das Spiel zum ersten Mal gespielt haben. Das ist immer so eine kleine Erinnerungsauffrischung, nehme ich an, ne? Na, spring darüber. Nein, tust du nicht. Er weigert sich. Ich weigere mich, sagt der Rohan Kishibe. So, der Vogel führt mich, glaube ich, da lang, ne? Ich weiß nicht, ob ich den, ich weiß nicht, ob ich den Kampf getriggert habe. Ich will eigentlich gar nicht. Volle Konzentration. Ich will eigentlich den Kampf triggern, ehrlich gesagt. Wir haben schon alle Gegner hier analysiert. Was mich gewundert hat, ist, dass wir zweimal die gleichen Weapons gesehen haben. Langsam fange ich irgendwie an zu glauben, das sind gar nicht irgendwie die Weapons. Weil erst einmal der Name ist anders, ne? Zweitens, dass sie irgendwie so Materia in sich haben, ist auch irgendwie neu. Diese dicken Materias, die wir haben, ne? Die sind eigentlich... Ja, Kujata, ja, gib mir mal Informationen über Kujata. Das ruht das Wissen über die Espa Kujata. Seit jeher gilt er in den regionalen Legenden als Schutzpatron des Waldes. Nach der Reaktorexplosion verbreiteten sich Gerüchte. Die Leute munkelten, dass sie auf den Zorn von Kujata zurückzuführen sei. Okay. Kujata hat man sehr viel später, glaube ich, im Final Fantasy 7 bekommen. Ich glaube, da war sogar eine verpassbare Espa oder so, ne? Die war einfach nur irgendwie so im Wald platziert, glaube ich, ne? Wenn man nicht gerade irgendwie da den richtigen Ort da abgetastet hat, dann hat man die gar nicht gefunden, glaube ich nicht. Ich meine, die hat man sehr viel später bekommen. So, muss ich noch ein Ding kaputt machen?
bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob man über alle Dinger hier kaputt machen muss, hier diese leuchtenden Steine. Weil ich immer, wenn ich hier hingekommen bin, hat das schon funktioniert. Also das haben wir wieder aus. Ich meine, das ist so eine Art Pferd, ne? Sieht aus wie so ein Pferd. Oder so ein Huftier halt. Wenn ich mich nicht irre. So. Ne, irgendwie nicht. Dreieck, Viereck, X. 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 Verdammt. Ey, bei einem war ich doch nicht mal annähernd so. Okay. Ich konnte eigentlich voll schummeln und einfach meine Finger da halten, ne? Dreieck, Viereck, X. 3, 4, X. Ich kann eigentlich meine Finger alle so halten an der Position. Okay. Das sieht ein bisschen anders aus wie das, was ich in meinen Erinnerungen hatte. Aber ich glaube, es gibt aber auch eine S bei Final Fantasy. Sieht so aus, irgendwie so ein Huf. Der sieht so ein bisschen aus wie hier von Naruto. Ja. Welcher war das nochmal? Der Vierschwänzige oder Sechsschwänzige? Da gab es auch irgendwie so ein weißes Huftier. Also ungefähr sah halt aus. So ungefähr sah das aus, ja, so wie der Sechsschwänzige oder der Siebenschwänzige. Ne, Siebenschwänzige war dieses Insekt, ne? Ich glaube, der Sechsschwänzige war, oder war der Sechsschwänzige der Affe? Ich weiß es nicht. So, was weiter, gehen wir nochmal dahin. Keine Ahnung, irgendeins von den Shinjurikis, eins von den Tail Beasts sieht aus wie so ein Pferd, so ein weißes Pferd. Und genauso ungefähr sah Kujata aus, glaube ich. Ich nehme mal, das soll alles so eine Anspielung an so ein mythologisches Wesen sein, ne? Würde ich jetzt mal raten, ne? Kann man nicht vorstellen, dass die jetzt extra von Final Fantasy irgendwie basiert drauf haben, ne? Oder so. Bei Naruto, ich nehme mal, das ist irgendwie so ein mythologisches Wesen oder so, ne? So ein berühmtes. Darauf basieren die beide, ne? Würde ich jetzt mal raten. Mit den ganzen. Die ganzen Tail Beasts, die sind ja auch irgendwie basiert auf so mythologische Wesen, ne? Ich glaube, die Katze soll ein Nekomata sein, ne? So ein Katzendämon. Der erste soll ein Waschbär sein. Der neunte ist natürlich hier der neunschwänzige Fuchs. Das ist ja auch ein sehr bekanntes mythologisches Wesen, ne? Der achtschwänzige auch. Ich nehme an, das sind alles irgendwie. Habe ich irgendwie noch nie drüber nachgedacht, aber ja, sind alles so mythologische Wesen, ne? Macht ja eigentlich Sinn, ne? So. So, einmal hier analysieren. So, ersten Fortschritt in der Gongaga-Region. Ne, ein so ein Ding haben wir schon gefunden, ne? Da können wir wieder so eine Schatzsuche hier machen, ne? Okay. Ich habe irgendwie so gedacht, die würden irgendwie so die Gongaga-Region mit der Cosmo Canyon-Region irgendwie so verbinden. Aber anscheinend nicht. Dann gibt das irgendwie so Ausschluss darauf, wie weit das Spiel noch geht. Aber Synthese muss ich auch mal ein paar machen. Okay, das können wir doch mal machen irgendwann. Seid ihr in der Nähe? Oh ja, das ist sowas von in der Nähe. Da ist auch ein Kampf in der Nähe. Das ist das Gefühl, der Kunden hier wird ein bisschen nervig. Weil er hat ja nicht so ein offenes Feld wie in Coral ist, ne? Das ist das Gefühl, hier so rumzulaufen und die alles zu entdecken, wird ein bisschen schwierig. Da ist ja noch irgendwie was. Hier ist auch irgendwie eine Quest. Isos Schuppen. Okay, hier kann ich mich jetzt hin teleportieren. Ausgezeichnet. Da ist dann die Quest, ne? Ich glaube, das ist die für den Schmied, ne? Die kann man ja auch irgendwann mal machen, ne? Aber erstmal
tun wir, aber ich muss da rein. Ich kann einfach da rein. Nein, kann ich nicht. Dreck. Dann reißen wir die Bude eben ab. So. Kann ich die Schatzsuche hier noch machen? Wo war sie? Ich habe sie doch gerade gesehen. Hier. Na gut, wir haben ja noch voll viele Gebiete, die wir noch gar nicht gesehen haben, ne? Verstehe ich irgendwie nicht. Das ganze Gebiet ist ja noch neu. Aber nicht Teil irgendwie der Story oder irgendwie sowas. Wir müssen ja noch nicht mal hier hin. Wir müssen zur Landebahn, ne? Die Landebahn war da irgendwo. Ja, warte mal, war die Landebahn nicht hier? Müssen wir nicht hier hin? Ich dachte, hier müssen wir hin. Kreuz Flugplatz. Ich dachte, da müssen wir hin. Okay. Wo muss ich hauptquestmäßig hin? Hier. Flieger. Warum denn Flieger? Verstehe nicht. Cosmo Canyon war nur ein Katzensprung entfernt von Gongara. Wo muss denn da hinfliegen? Das ist auch keine Insel irgendwie dazwischen. Da war irgendwie eine Brücke oder so. Da war es. Verstehe nicht, warum wir jetzt fliegen müssen damit. Aber wenn er jetzt sagt, da ihr Viecher steht da genau perfekt, ne? Okay, mir nicht auf Nerven. Ich bin ja am Suchen. Aber ich bin so gut, dass ich einen grünen Schokobo endlich habe. Legierter Armschutz synthetisieren. Plus. Talisman der Hexe. Oh. Nur da meine anderen Charaktere auch über die ganze Zeit durch die Gegend laufen und versuchen mal zu finden. Aber keiner von den Filmen fast, nur weil ich den Richter habe. Reif der ultimativen Kraft. Oh. Arcana Ohrring. Oh. Talisman etc. Nur für Zeug, ey. So, noch was hier in der Nähe. Das ist ein Kampf in der Nähe. Ja, mal ein bisschen weiter. In einigen Regionen, wo man noch nicht waren. Aus dem Weg. Aber jetzt, wo ich weiß, dass wir dahin müssen, ist schon irgendwie klar, ne? Alter, das ist hier so verzwickt irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich hin kann, wo nicht. Und dann Wasserfall irgendwas? Nein. Jedes Mal, wenn ich einen Wasserfall sehe, muss ich mal gucken, ist da was. Da. Okay. Tun wir noch mal. Ein so ein Turm werden wir doch bestimmt noch schaffen, ne? Pass auf. Ich will mal diese Steuerung da unten abstellen, die mir die ganze Zeit angezeigt wird. Aber die tut mich irgendwie, weil nicht. Kann man das irgendwo. L2 R2, okay. Kann man das irgendwie abstellen, hat irgendwie die Hilfe hier. Grafik. Weil ich muss nicht die ganze Zeit, mir muss nicht die ganze Zeit gezeigt werden, wie man was macht, ne? Tastenlegende. Natürlich. Nee. Selbst wenn ich das vergesse, ne? Ich werde das schon irgendwann mal hier. Ja.
Ne, warte mal, das ist wieder was anderes, ne? Ne, Tastlegende im Kampf. Der da kann weg, ne? Navikarte, Tastenlege im Kampf. Irgendwie sehe ich da nichts. Navigationshilfe im Midgar. Okay. Okay, keine Ahnung, wie man das macht. Man kann, ja, sieht immer so komisch aus, wenn ich hier, irgendwie weiter mich mitten im Kampf bin, ne? Da kommt irgendwie so eine coole Cutscene im Kampf und dann steht da irgendwie so, oh, zum Angreifen Viereck drücken und so, ne? So an der Seite, weil da nehme ich irgendwie so aus der Szene so ein bisschen raus, wenn da überall so Text ist. So, ich will eigentlich hier zu so einem blöden Turm hin, aber ich finde den nicht. Nehme ich mal, lassen wir das noch, ne? Wow, wo bist du denn hoch? Ey, ich will die ganze Zeit hier lang, ne? Aber ich meine, hier muss man irgendwo so lang, ich weiß es nicht. Das ist so komisch hier ausgelegt alles irgendwie. Ich dachte eigentlich, ich könnte irgendwie hier so lang oder so, aber irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Na gut, da zum Erkunden haben wir ja noch Zeit, ne? Ich konnte noch ein bisschen Synthese, ja. Gucken, was wir machen können, ne? Megatrank. Lebe des Planeten, her damit. 90 Erfahrungspunkte, boah. Mega Spray, her damit. Also mal ein bisschen leveln hier, ne? Nehme ich an. So. Legierter Armschutz. Kann ich alles herstellen? Zink 50. Ach, guck mal, wie viele Materieplätze er hat. Ah, oh, direkt wieder neue Sachen. So, Abyssus reif. Ja. Egal, wie viel alles kostet. Da ist mein nächste Plus. Direkt schon wieder hochgelevelt. Schal des Grolls. Oh, warte mal hier, Kana Ohrring, Magie 10%, maximal MP, ja bitte. Da war ich ein Platin Ohrring, oh. Willenskraft und MP. Okay, davon habe ich einen schon. Aber ich muss den so oder so nochmal herstellen. Egal, erstmal das hier. Jetzt das hier. Hm. Wow, 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 wow. TP, Gigatrank. So, ich habe ein paar neue Klamotten hier zum Ausrüsten. Zeig mal. Ich muss mal einige Sachen hier verkaufen. Ja, einige von diesen ganz alten Sachen brauche ich gar nicht mehr, ne? So, Talisman der Hexe. Hm. Mit sehr viel Dinger, ja. Warum ist das hier schwächer als... Okay, 32, soll ich dir das geben? Hm. Legierter Armschutz. Gib mir dir das. Na, tiefer, du kannst auch bestimmt auch irgendwie ein neues Mal langsam hier ausrüsten, ne? So, guck mal hier. Aber sie braucht nicht so viele Dinger. Okay, ich nehme an, du nimmst dann Talisman der Hexe. Physische Abwehr, sehr viel weniger. Na gut, ich meine mehr Materia, ne? So. Sag mal, auch mal hier aktualisieren, das ganze Zeug, ne? Du kriegst den Krokodilarmreif. Und Yuffie, ja, haben wir letztens erst ausgerüstet, ne? Was mit dir, Cloud? So, jetzt haben wir alles hier. Die starken Sachen ausgerüstet. So, mehr Verteidigung, dafür weniger. Ja, komm. Da kann man euch noch ein bisschen Materia geben. Jetzt mit dir noch einen Befehl irgendwie geben.
irgendwas. Weiß ich nicht. Meister der Gegenstände. Das klingt irgendwie so in Charakter für. So, boah, die hat schon so viele Dinger. So, dir geben wir dann Luft heilen, Glut und Frost. Luft heilen. Sollen wir den noch Elektro geben? Dann hast du alle Elemente. Ja, ne. Hier. Im Elektro. So, jetzt hat sie alle Elemente auf ihrer Seite. Also, falls wir irgendwie eine Schwäche bauen haben, bitte. Glut, Frost. Glut, Frost und irgendjemand sollte hier mal zerstören, ja. Ah, nee, das ist wieder was anderes. Die ganzen Sachen brauche ich aber nicht. Nehmen wir das hier. So. Okay. Ey, warte mal, ich habe doch meine Waffen ja alle hochgelevelt. Habe ich gesagt, ich habe wieder hier so neue Sachen bekommen. Leichenflatter. Habe ich hier neue Sachen bekommen irgendwie so? Ich weiß es nicht. Mal hier aktualisieren irgendwie, ne? Ich glaube nicht, ne? So, sie hat gar keine Windangriffe. So. Kann ich dir was anderes geben? Stab der Ewigkeit. Ja, gib mir 5, aber. Ich weiß, dauert hier gerade ein bisschen lange, aber so viel Zeit muss sein. So, sie hat gar keine Windangriffe, das ist das Problem. Also hier. Limit Schaden. Da wäre ich gesagt nicht schlecht. Ne? Gut. Na gut. Alles klar, gut. Dann war es das für diese Folge. Ich habe die letzte Folge wahrscheinlich auch nur so hier, weil nicht hier so zusammengefasst, ne? Deswegen, ja. Wir machen beim nächsten Mal hier mit der Story weiter. Ja, nicht mit der Story, mit der Erkundung machen wir weiter. Und ja. Schauen wir uns hier noch weiter in der Gongaga-Region um, ne? Ein paar Sachen haben wir schon gefunden, aber da sind noch eine Menge Sachen übrig. Also ja, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei, ne? Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich voll freuen und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao. So, Entschuldigung. Ciao. Wollte euch nicht einfach im Menü hier verabschieden. Ciao.